Ich möchte erstmal, habe ich hier schon graue Männer hingeschickt? Ja. Grauhaarige Männer. Grauhaarige, ist ja alles in Ordnung. Sind ja keine grauen Männer. Keine weiteren Steinbestände. Der nächste Steinbruch geht zur Neige. Das ist ein Holzfäller. Der Steinbruch hier hat keine Steinbestände. Dieser hier allerdings kann hier hinten noch ein bisschen abbauen. Beziehungsweise hat da noch einen Klumpen, wo er noch drei oder zwei oder ein Würfel Stein draus machen kann. Und ich hoffe echt, die Sägewerke sind hier bald fertig. Dieses und wo ich denn das andere hingesetzt? Hatte ich nicht. Ah, Sägewerke. Ah, hier unten scheint gleich fertig zu sein. Zumal das auch ein anderer Weg ist. Hier sind die Fahnen nicht alle zugestellt und so. Hier, das nächste Kohlebergwerk ist fertig und liefert Kohle. Die Kohle werden wir nachher noch brauchen. Hier könnte man jetzt, sofern denn, Nein, das mache ich nicht. Ich lasse den Bauernhof hier noch so ein bisschen Freiheit. Hier könnte man jetzt, wenn mir denn das lang gehören würde, glaube ich, auch einen Seeweg rübersetzen. Dann könnte ich hier alles, was ich hier abbaue, wenn ich denn hier was abbaue, gleich sofort rüberschiffen mit dem Boot und müsste das nicht auf dem Schiff machen. Dieser Steinmetz hat auch keine weiteren Steinbestände. Ich meinte natürlich diesen Steinmetz. Beziehungsweise dieser Steinbruch. Denn der Bruch braucht einen Metz. Die Logik, die ich hier an den Tag. Ah, ich weiß, warum es hier nicht losgeht, weil aus welchem Grund auch immer hier. Hä? Kapier ich nicht. Nö, muss ich glaube ich auch nicht kapieren. Ein Lager ist fertig. Na, wer sagt's? Jetzt können die ganzen Baumstämme, die hier die ganze Zeit irgendwie nicht weitergetragen werden, schön hier ins Lager neigeschleppt werden. Nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich hier wieder ein paar Freiheiten. Beziehungsweise die können dann wieder schön ins Sägewerk reingeschleppt werden, wenn sie dann alle erstmal im Lager sind. Und das Sägewerk kann die dann verarbeiten. So wie sich das gehört. Hier ist der Wachturm gleich fertig. Darauf habe ich gewartet, denn hier hinten kommt irgendwo mein Gold. Und aus Gold und Kohle kann man ja bekanntlich Goldmünzen herstellen. So, der Mars, der schifft hier einfach nur hin und her. Das ist auch toll. Oder die Mars, oder wie man das nennt jetzt hier so. Schifft die von einem zum anderen und der Neptun, der haut hier auch einfach mal sinnlose Wege rein. Ich meine, gut, das kostet mich ja auch nichts jetzt hier als ich habe schon wieder eine Nachricht. Ich habe seit 30 Minuten nicht gespeichert. Gut, das bedeutet, diese Aufnahme geht wohl schon 35 Minuten. Wenn ich zweimal seit 30 Minuten nicht gespeichert haben sollte. Und so langsam ist, glaube ich, auch Zeit, dass ich die Aufnahme beende. Denn vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Ich rede nicht mehr so viel wie zu Anfang. Ich meine, es ist ja allgemein so, ne? Man weiß es ja, dass Männer sowieso weniger reden als Frauen und dass Frauen mehr reden als Männer. Zwingendermaßen sich daraus ergeben. Aber was noch viel. Ich muss hier Gold erstmal sperren. Genau. Aber was sich daraus ergibt, ist, dass Let's Player wohl irgendwie fünfmal so viel reden wie alle anderen Menschengruppen, wenn man sie dann als Menschen bezeichnen kann, die Let's Player. Die sind schon ein lustiges Völkchen, muss ich mal dazu sagen. Ich hoffe, ihr könnt hier auch ein paar Felder anbauen. Ja, ich baue hier direkt neben dem Nordpol, wo hier die Eisbären so lang gehen, baue ich mal meine Felder an. Wahrscheinlich werden die trotzdem grün und blühen, weil es ist ja bald Sommer. So, das nächste Bergwerk ist verbraucht. Alles andere ist mir erstmal egal. Ich schredder jetzt erstmal das Berg weg und hau das nächste an den Weg ran. Hab keine weiteren Steinbestände. Das ist jetzt hier dieser Steinbruch. Genau. Jo, hier ist auch so ziemlich alles. Und das Militärgebäude ist. Ja, und ein Schiff. Ah, Expeditionsschiff. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und hier Militärgebäude. Ja. Und so wie es aussieht, ist das einzige Militärgebäude, was ich bauen kann, hier unten jetzt. Und dann setze ich hier halt noch einen Wachturm hin. So, dann komme ich hier auch gleich rüber zu der Insel. Hier hat gerade ein Schiff so ein paar Opas, ein paar alte Männer, sagen wir so, hier geliefert. Und ja, meine Vermutung war doch richtig. Dieser Berg steckt voller Gold. Was ist das eigentlich? Ach, ist ein Wachturm. So, dann werde ich hier erstmal alles mit Goldbergwerken vollsetzen, so gut wie geht.
werde diese Goldbergwerk, diese vier. Die Zen-Goldbergwerken, diesen vier Goldbergwerken, werde ich erstmal eine Möglichkeit geben, sich mit der Außenwelt zu verbinden durch Wege bzw. Fahnen. Und wenn dann der Wachturm fertig ist, dann wird hier vielleicht noch ein Steinbruch zu Ende gehen. Nämlich dieser hier. Aber Steine haben wir, glaube ich, echt nicht zu wenig. Wir haben noch einen Steinbruch, der zu Ende geht. Ich glaube, ich habe alles, was in Steinen gibt, auf dieser Insel gerade zerstört. Wir haben Wasser gefunden, das ist mir egal. Keine weiteren Steinbestände. Das ist mir nicht so egal irgendwie. So, und irgendein Militärgebäude. Ich glaube, ich weiß, welches das war. Das war nämlich dieses hier. Genau, hier wurde bestimmt schon was hingeliefert, genau. Ist das die Insel? Ist das, also mal ganz ehrlich, mal eine ganz ehrliche Frage hier so im Vertrauen. Ist das die Insel, wo es Eisen gab? Gut, mir kann jetzt hier keiner eine Antwort geben, das ist mir klar. Und deswegen hau ich hier auch erstmal fahren, so gut wie es geht. Schick hier ein paar Bärtige hin, die hier Gold finden. Super. Und das Expeditionsschiff, wissen wir ja, das lag hier noch zum Auslaufen bereit. Deswegen schicken wir das mal nach oben, unseren Neptun. Und hier ist schon auch gleich das nächste Schiff fertig. Das geht hier echt rasant vorwärts. Na, alles gut. Rasant ist ein bisschen was anderes. Und, oh, ich möchte mir das mal angucken hier. Diese ganzen Leichen und alles. Ist das nicht süß? Was habe ich denn jetzt schon wieder für eine Nachricht? Keine weiteren Fischbestände. Nee, die Hütte ist wohl nicht. Gut, wenn hier schon die ganzen Walleichen liegen, wo wir gerade hier waren, ne, dann ist das auch nicht doll verwunderlich, dass hier keine weiteren Fischbestände sind. Also ich muss doch sehr bitten. Also was war das denn eben für eine Äußerung hier? Ich sollte mich echt ein bisschen zusammenreißen und ich würde sagen, wir gucken noch, wo diese Neptun... Das Bergwerk ist fast fertig. Da ist Neptun gelandet. Und hier soll ich einen Hafen bauen. Hier, wo sowieso schon mein Gebiet ist. Wo ich sowieso gerade ein Lager... Nee, nix ist hier. Fahr mal schön weiter nach unten. Also das war ja jetzt ein bisschen... Bist du bescheuert oder was? Dover Kapitän, steuert das Schiff auf die eigene Insel zu. Ja, wollen wir gleich mit angreifen. Ich sehe hier verfeindete Völker. Dabei ist es das eigene Land. Kann ja gar nicht mit umgehen. Naja, also da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das ahnden soll irgendwie. Ich glaube... Ja, fahr mal durch Nordpol hier fix durch. Und, oh, gestrandet auf einer Eisscholle. Nichts ist schlimmer als das. Und, boah, hier sehen wir... Oh, yeah. Ja, also ich möchte euch gerne ungern hinhalten, sag ich's mal so, aber die Grenze ist mir ein bisschen zu nah. Und wenn ich mir deine Statistiken hier angucke... Das ist schon eben schon wieder vom Zeiger geflüchtet. Nee, das war nicht die... Hä, was ist denn hier los? Hier sind die Statistiken. So. Wer die Militärmacht hat da. Oder hier so und alles, ne? Das. Also ich habe momentan noch so ein bisschen Angst. Bevor ich hier kein Eisen wirklich habe. Bevor ich hier kein Eisen wirklich habe, möchte ich hier auch nicht auf so eine fremde Insel. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, es gab hier noch einen anderen Punkt. Auf genau dieser Insel, wo hier oben gelb ist, gab es, glaube ich, noch unten einen kleinen Punkt, wo ich auch rauf konnte. Wasser ist da egal und Expeditionsschiff ist weiß. Ja, habe ich ja beobachtet. Ich hoffe jetzt, der bleibt an der Insel. Dass ich hier so ein bisschen auf die Insel raufkomme von dem Gelben, aber auch gleichzeitig in guter Entfernung bleibe. Denn es muss ja nicht sein, dass wir jetzt gleich hier das erste Problem bekommen. Wenn wir hier auf die Landkarte gucken, das sieht übrigens ziemlich toll aus alles. Also um das nochmal zu zeigen hier, wenn ich hier auf L drücke.
hier alles schön. Ja. Ich sollte es lassen, nebenbei zu erzählen und so zu tun, als wenn ich Ahnung hätte. So. Ja, wunderbar. Also ich wüsste nicht, uns könnte es nicht besser gehen, oder? Hier so schön unten. Ich guck nochmal, da oben ist gelb und hier unten sind wir. Weiter runter, doch, könnten wir auch. Ich habe Angst, dass da rot kommt. Ich baue jetzt hier einen Hafen hin. Und hier an Hafen baue ich gleich einen Wachturm. So, jetzt habe ich hier einen Oder soll ich da eine Feste? Komm. Ach, komm. Bevor uns hier jemand was will, ne? Dann kann ich hier auch schnell eine Festung hinsetzen. So, hatte ich eigentlich erwähnt, dass. Ja, hatte ich. Wo? Goldbergwerk. Haus nicht besetzt. Da muss jetzt erstmal der nächste Bergarbeiter hierher kommen. Hier scheint alles. Wow. Yippie. Ich habe ein Yippie gehört. Und das sieht so aus, als wenn es hier Eisen gibt. Yippie. Dieses Yippie war dann wohl ein volles Erfolgs-Yippie, was wir gelten lassen können, als wir sollten aufhören zu spielen. Und genau das werde ich jetzt tun, indem ich erstmal das Spiel speichere unter dem Namen Auf hoher See. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit den Worten Yippie! Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe so ein bisschen gemerkt, wow, war vielleicht doch ein bisschen laut. Ich habe gemerkt, als ich mir die letzten Aufnahmen nochmal im Nachhinein angeguckt habe, was ich hier gemacht habe, habe ich so gemerkt, dass vielleicht die Musik des Spiels ein bisschen laut ist und ich, was ich rede, ein bisschen leise. Deswegen habe ich mir das Mikro jetzt so hingebogen, dass direkt vor meine Fresse sitzt, quasi direkt vor die Zähne hingeklatscht und... Hier kann ich immer noch nichts bauen, richtig? Ja, und ich hoffe, das ist so ein bisschen angenehmer für euch, so die Stimme ein bisschen lauter zu hören und das nicht immer so verwaschen zu haben zwischen dem ganzen anderen Zeug, sprich der Musik. Ich muss gerade mal gucken, V hat mir gesagt, wollen wir mal drücken zu Anfang und ein Militärgebäude wurde besetzt. Hier muss ich natürlich, hier ist bestimmt schon Goldmünze unterwegs. Die werden nämlich auch mit Schiffen transportiert jetzt immer, ich wollte auf meine Schiffsliste gucken, damit ich mal gucken kann, was hier eigentlich alles so los ist. Neptun, Mars und Apollo und alle transportieren alte Menschen. Na Mensch, das sind ja hier schöne Rentnerreisen, die hier gemacht werden. Was soll ich nur... Ah! Ich erinnere... Ja... Ich versuche mich gerade zu erinnern, beziehungsweise ich versuche gerade sprechen zu lernen. Hier baue ich keine Festung hin, hier baue ich einfach nur einen Wachturm hin. Und ja, das klappt sogar wunderbar. Schön, dass hier alte Menschen jetzt dabei sind. Jetzt kann ich hier auch so ein bisschen Eisen abbauen und da kann ich auch Eisen abbauen und hier auch. Und eigentlich weiß ich doch schon, dass hier alles voller Eisen ist. Mensch, warum habe ich die überhaupt hergeholt? Ach so, ja, ich war mir nicht sicher, ob das diese Insel ist, beziehungsweise ich wollte ja auch so tun, als wenn ich das noch nie gespielt hätte hier alles. Und deswegen bleibe ich jetzt dabei zu sagen, oh ja, was ein Wunder, hier ist Eisen und das haben wir ja noch überhaupt nicht gesehen hier auf dieser Karte. Moment, wir haben es wirklich noch nicht gesehen, oder? Wir haben hier, echt, wir haben hier unten was errichtet. Ah, stimmt, ich erinnere mich, wir sind extra von da oben nach hier gefahren und dann nach... Um und so. Ja, und da geht's schon los. Ich muss das erste Mal husten. Aber ich versuche mir das noch so lange zu verklemmen, bis das irgendwie legitim aussieht. Militärgebäude besetzt. Münzen stoppen. Wollen wir nicht. Münzen brauchen wir nicht. Und ich glaube, wir kommen gleich zu besagter Stelle. Ich baue hier erstmal einen Wachturm hin. Zu besagter Stelle, an der es Gold geben soll. Hat irgendwer irgendwann einmal behauptet.